stehe hier an der Burgruine Dobczyce in Polen. Dobczyce ist die polnische Partnerstadt meiner Heimatstadt Versmold und ich selbst habe mehrfach erlebt, was Städtepartnerschaften bewegen können. Und so habe ich mich sehr gefreut, dass die Stadt Attendorn mich vor ein paar Tagen nominiert hat im Rahmen meiner Challenge, um zwei schwer erkrankten Kindern aus der polnischen Partnerstadt Attendorn, Rawicz, zu helfen. Wojtek und Alicja. Die Spendensumme, die benötigt wird, um Wojtek zu behandeln, ist inzwischen zusammengekommen. Für die kleine 7-jährige Alicja aus Rawicz, die an einem Gehirntumor leidet, wie ich hörte, ist die Spendensumme noch nicht zusammengekommen, um eine sehr kostspielige Behandlung zu finanzieren. Eine polnische Stiftung sammelt für Alicja aus Rawicz das Geld und ich unterstütze das sehr gerne, mache die Aufgabe, die mir vom Bürgermeister der Stadt Attendorn aufgetragen wurde, nämlich 10 Liegestützen zu machen und dann weitere zu nominieren, sehr gerne. Ich sehe mal zu, wie ich erstmal die erste Aufgabe schaffe, die wird sicherlich schwieriger als die zweite. Das müssten 10 gewesen sein. Ich glaube, es hat geklappt. So, und nun müssen zwei andere erstens zeigen, ob sie das mit den 10 Liegestützen schaffen und zweitens helfen. Ich nominiere für das weitere Vorgehen Josef Neumann, den einzigen aus Polen stammenden Landtagsabgeordneten Nordrhein-Westfalens, und Tomasz Kicza, Journalist bei Radio Kosmopopolsku. Auf geht's!